Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Oblivion auf den Shivering Isles, momentan in der Festung Cydillion, in den Hallen des Urteils. So, ja, wir sind jetzt in den Hallen des Urteils in Cydillion vorgedrungen, haben eigentlich schon gegen einige Grummis gekämpft, die doch recht zäh sind. Und jetzt schauen wir uns hier weiter um, würde ich sagen. Weil ein Fokuskristall fehlt uns jetzt noch. Oder Nexus besser gesagt. Vielleicht kriege ich wieder. So. Was hat denn der für ein Schwert hier? Ach, ein Grummet Beil hat der. Dietrich und Gold. Hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Und wieder weggeballert. So, oh, okay, es gehen uns langsam echt die Pfeile aus. Ah, mit der ganzen Schandelitten. Ah. So, zack. Schwert geht erst flotter. So, wir stehen Geschicklichkeit, nehme ich mal mit. Können wir mal kurz gucken, was wir alles für Schaden haben. Ja, Geschicklichkeit zum Beispiel, genau. Jetzt können wir das, diesen Trank mal kurz trinken. Ja, und haben Geschicklichkeit wieder normal. Aber mit Intelligenz auf 98. Müssen wir später, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo wir das hier auf den Shivering Isles wieder herstellen können. Ich glaube, in der Kammer von Arden Zoo, glaube ich, waren wir noch nicht drin. Ich glaube, da kann man das machen. So, das ist der letzte Todbringer mit dem Stab. Der hält anscheinend hier so viel aus. Ah, was ist das denn hier? Hör auf, mit deinem Holzstab zu blocken, wie gesagt. Obwohl, geht er eigentlich? Wir mit drauf. Hämmer bei dem. Ah, oben raste leer. So, ich habe den dritten Fokuskristall entdeckt. Ich sollte ihn in seinen Unterhaltsnexus einsetzen und weitermachen. Was sind das für haltbare Waffen? Was soll der Scheiß denn? So,
So, ich habe den dritten und letzten Fokuskristall in seinem Urteilsnexus eingesetzt. Jetzt ist der Pfad zum Resonator des Urteils selbst frei. Meine nächste Aufgabe sollte es sein, den Resonator mit Hilfe des Abschwächens des Urteils abzustimmen, den Shogorath mir gegeben hat. Ah, und gelähmt. Ach, guck, was wir da haben. Eine Wahnsinns-Beinschienen-Matrix. Das erste Matrix, die wir gefunden haben. Leider von Bernstein-Sachen. Oh Gott, ja, das wird jetzt spaßig. Auf die Taste gekommen, voll automatisch laufen, nicht wundern. Ach, nur so ein Schläger, der hat nix aus. Ah, was macht denn die? Ich glaube, krass, die Mühsal auf mich. Sieht so aus. Okay, der zweite ist auch down. Könnte ruhig gerne nochmal leben, dass er so umkippt. So. Auch wenn wir der Questmarker größer und vor allem ist er auch grün, das heißt, wir sind auf jeden Fall auch gleich eine Ebene, wo wir auch hin müssen. Wir herstellen Intelligenz, sehr schön. Ah, an die Willenskraft hat. Oh, fehlt jetzt nur noch. Oh Gott, so viele Grummels wieder, ey. Oh, okay, die wollen es echt wissen, ne? Ah.
Gar nicht Rüstung verbessert. Also wenn das so weitergeht, haben wir für bald wieder unser nächstes Level ab. Wenn das so weitergeht. Na, zack, zack, zack. Auch gestorben. Alter. Ich glaube, unser Schwert ist in einem guten Zustand, wie ich das sehe. Das ist schon ein bisschen ausgegraut unten, das Symbol, das Icon. Das, wenn es ausgegraut ist, ist das Haltbarkeit des Schwertes unter 50%. Oh Gott, ich mache gar keinen Schaden fast mehr mit dem Schwert. Wir müssen das gleich dringend reparieren. Müssen wir auch mal ein bisschen mit Magie. Ich glaube, Magie macht mir sogar ein bisschen mehr Schaden als mit. Obwohl, ich glaube, wir heilen den eher dadurch, glaube ich. Lieber nicht gut. Ah, nein, Kacke, ist mein Schwert kaputt. Super, damit Faust. Scheiße. Nein, scheiße. Warte, haben wir echt kein anderes Schwert mehr? Scheiße, oh oh. Okay, dann müssen. Oh! Nahkampf verbessert. Nach langen Stunden des Boxens und Tretens sind eure Fingerknöchel und Gelenke mit dicker Hornhaut überzogen. Endlich seid ihr Lehrling im Nahkampf. Ihr könnt nun den heftigen Standardangriff ausführen, der zusätzlichen Schaden verursacht. Haltet die Angriffstaste gedrückt, um diesen heftigen Angriff auszulösen. Nee, das dauert das Ewigkeiten hier. Ich glaube, wir nehmen immer, glaube ich, den Bogen. Beziehungsweise laden den Bogen mal kurz nochmal auf. Ich glaube, der ist nämlich leer. Geht jetzt nicht alles, müssen wir gerade mit dem Bogen kämpfen. Hör auf dich zu heilen, du. Entschuldigung, ich hätte gerade das böse Wegewort gesagt. Ah, Bogen schon wieder leer. Der will irgendwie nicht sterben, der kleine Knirsch.
Hast du es mal genug jetzt, du Arsch? Nee, okay, Leute, tut mir leid, aber das ist mir gerade ein bisschen zu nervig. Wir stellen mal kurz den Schwierigkeitsgrad runter. Der... Ja, guck mal, viel besser. So, Entschuldigung, aber das... Der hat mir gerade... Nee. Sagen wir mal ein bisschen höher. So, meine Fresse, ey. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Weil der hat sich hier ewig hochgeheilt. Da hätten wir noch stundenlang kämpfen können. Na, Kettenhelm. So. Resonator des Urteils. Machen wir die Fackel an. So, Quest beendet. Eine bessere Mausefalle. Der Resonator des Urteils ist gestimmt. Quest angefügt. Ein Köder für die Falle. Jetzt sollte ich mich auf den Rückweg nach Neu-Shiot machen und Shiogorath von meinem Erfolg berichten. So, jetzt machen wir erstmal kurz folgendes. Mein Schwert ist ja voll kaputt. Und wir haben ein Level Up. Sehr schön. So, dann hier Teleportationsfeldzug Sedilian. Endlich hat Fürst Shiogorath jemanden geschickt, der mir helfen soll. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich muss meinen offiziellen Ton finden. Herzlich willkommen in Xedilian. Ich bin Kiliban Nurandil, der Kerkermeister. Okay, erzähl mir mehr über diesen Ort. Ein Wunder der Technik, nicht wahr? Xedilian stellt die ultimative Mutprobe für alle tollkühnen Abenteurer dar, die es wagen, die Shivering Isles unerlaubt zu betreten. Was sie nicht wissen ist, dass der Resonator des Urteils sie ins sichere Verderben lockt. Okay, erzähl mir mehr davon. Nachdem man diesen elenden Torwächter erschuf, wurde Xedilian überflüssig. Es verfiel und geriet beinahe in Vergessenheit. Nach nur wenigen Jahren wurde es von Grummets befallen. Grässliche Biester. Sie hielten die Fokuskristalle irrtümlich für religiöse Symbole und entfernten sie von ihren rechtmäßigen Plätzen. Dadurch wurde der Resonator stillgelegt und Xedilian verlor völlig seine Funktion. Zum Glück seid ihr dann gekommen und habt Xedilian wieder instand gesetzt. Okay, wie komme ich hier raus? Ja, ich neige zum Schwafeln, verzeiht. Wenn ihr den Abschwächer habt, dann muss Shiogorath euch geschickt haben. Das ist richtig. Xedilian hätte euch normalerweise zum Eingang zurückgeschickt, als ihr auf die Platte in der Resonatorkammer tratet. Da ihr hier seid, kann ich nur vermuten, dass Abenteurer in diesem Moment bereits den Kerker betreten. So, was soll ich machen? Wir können die Abenteurer hier nur einen Zyklus durchlaufen lassen. Ich leiste euch gerne Hilfe. Ich nehme an, dass Shiogorath euch das Handbuch von Xedilian gegeben hat. Darin findet ihr weitere Informationen. Oder ich kann euch Instruktionen geben. So, Resonator des Urteils. Der Resonator zieht Abenteurer an, indem er eine Art magischen Sirenenruf erzeugt. Shiogorath nutzt den Resonator, um das Beste vom Besten herauszusieben. Wie ihr es nennt, die Besten der Schlechtesten, um die Inseln zu bevölkern. Ganz schön clever, wie? Anweisungen? Während sich die Abenteurer ihren Weg durch die Kammer von Xedilian bahnen, stoßen sie auf Hindernisse, die ihr an diesen Kontrolltafeln auswählt. Ihr müsst lediglich entscheiden, was aus dem Abenteurern wird. Wollt ihr sie in den Wahnsinn treiben oder langsam töten? Oh, okay. Ich glaube, ich habe einiges zu ausfragen. Wie will ich denn aus? Ganz einfach. Ihr wartet, bis die Abenteurer in Position sind und dann drückt ihr einen Knopf. Wer von ihnen überlebt, kommt in die nächste Kammer und so weiter. Es ist wirklich ziemlich genial. Wo weiß ich denn, wann ich fertig bin? Ihr seid dann fertig, wenn alle tot auf dem Boden liegen oder wahnsinnig geworden sind. Ihr könnt natürlich von ihren Habseligkeiten aussuchen, was ihr behalten wollt. Ich werde dafür sorgen, dass ihr sie bekommt, wenn ihr fertig seid. Okay, übernehmt ihr das Saubermachen? Die wichtigste Frage. Nun, die Toten werden beseitigt, keine Sorge. Das ist meine Aufgabe. Diejenigen, die das Glück haben, nur wahnsinnig zu werden, erhalten permanent Wohnrecht auf den Shivering Isles. Okay, dann erklären wir mal die Wahlmöglichkeiten, die ich so habe. Für jede Kammer gibt es zwei Optionen. Wenn ihr auf den entsprechenden Knopf drückt, läuft ein Ereignis ab, das die Abenteurer erleben. Das eine schadet dem Körper, für gewöhnlich tödliche Fallen oder Kreaturen, etwas, woran die Bewohner von Dementia Gefallen finden. Die andere Option ist eher geistiger Natur. Die Abenteurer verlieren dadurch den Bezug zur Realität, was den Bewohnern von Mania eher entspricht.
Die Einleitung von Sporengas verstärkt natürlich die Wirkung bei den Mania-Optionen. Okay, das reicht erstmal. Wie ihr wollt. Kammer. Ich werde euch gerne jede Kammer beschreiben und die jeweiligen Vorgänge erklären, während wir durch Xedilian schreiten. Und dann erzähl mal was von der ersten Kammer hier. Die erste Kammer ist die Kammer der Knorze. Auf Knopfdruck könnt ihr einen Schwarm winziger Knorze erscheinen lassen, welche die Abenteurer angreifen. Oder wenn ihr gnädig gestimmt seid, können wir die Abenteurer durch einen scheinbar mickrigen Knorz terrorisieren lassen, der blitzschnell auf das Zweifache ihrer Größe anwächst. Das halluzinogene Sporengras, das wir in die Kammer leiten, wird die Opfer in dem Glauben bestärken, dass die Kreatur vorhat, sie zu töten. Auch wenn sie da auf dem Holzweg sind. Okay. Wie schön, wieder im Geschäft zu sein. Alles klar, aber ich würde sagen, das machen wir aber auch in der nächsten Folge. Ich mache es hier mal ein bisschen spannender jetzt. Das werden wir erst in der nächsten Folge zusammen erleben, meine Freunde. Bis dann.